So, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im Hause Waldbeer steht demnächst eine mittelgroße Investition an und deshalb hat er sich gedacht, er geht mal an seine Messertruhe und mistet ein bisschen aus. Was ich rausgeholt habe, möchte ich euch gerne anbieten. Das hier wird jetzt der Messerschlussverkauf Nummer 2 auf meinem Kanal. Den letzten hatte ich im Sommer, glaube ich, gemacht. Gut, ich würde das gerne recht kurz halten, deshalb fange ich direkt an. Allgemeines, ich werde wieder die Zeiten unten in der Beschreibung reinschreiben, dass jeder direkt hinspringen kann, wenn ihn ein Messer interessiert. Da muss ich nicht das ganze Video anschauen. Zweitens, der Versand kommt zu den Preisen noch dazu, die ich nenne. Das ist dann Versand eurer Wahl, allerdings mit Post oder DHL. Also ich renne dann nicht zu Hermes, zu DPD, sonst wem, keine Ahnung. Also das wäre entweder die Post oder DHL. Gut, ich fange direkt an mit einem Müller MSP Backlog. Wüsteneisenholzgriffschalen, S90V Klinge. Das Messer ist gebraucht. Das sieht jetzt hier eigentlich schlimmer aus, als es ist. Das sind halt ein paar Kratzer auf der Klinge. Aber naja, S90V, CPM S90V, dann, naja, tiefe Kratzer kriegt man da relativ schwer rein. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. 42A konform, trotz dieses Lochs. Naja, wenn man sich anstrengt, kriegt man es einhändig auf. Ich kriege das hier hinter der Kamera nicht einhändig auf. Solltet ihr aber bei einer Kontrolle ohnehin nicht damit angeben, dass ihr das könnt. Die Feder ist ganz gut. Der Backlock schließt sehr sicher. Seitliches Klingenspiel 0, auf und ab. Nicht sichtbar, höchstens in Ansätzen merkbar. Da ist irgendwie ein Müh maximal, was da sich bewegt. Absolut sicheres Messer. Gut. Dazu kommt diese Lederscheide, die wirklich auch sehr gut gemacht ist. Das ist echtes Leder, gut vernäht, vernietet, mit einer Gürtelschlaufe. Ich gucke gerade mal, dass ich es reinmache. Zack, passt perfekt rein, wackelt auch nichts großartig. Kann man sich wunderbar einen Gürtel machen. Für dieses Set Messer und Etui hätte ich gern zusammen 70 Euro. Nummer 2 ist das Böker Plus Mini Quaken. Das ist das Modell, das ich dem Klaus L. Müller abgekauft habe. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon beim Flo, beim McFlosen auf dem Kanal gesehen. Dem hatte ich das mal rumgeschickt für ein Inside-Video. Weil ich ein bisschen auch das Problem hatte, dass es recht schwergängig gelaufen ist. Das hatte Flo sehr gut gerichtet mittlerweile. Am Anfang ist es nicht so gut gelaufen. Mit der Zeit irgendwie ist das Öl noch in sämtliche Ritzen anscheinend gekrochen. Und jetzt hat man hier tatsächlich fast eine fallende Klinge. Für Sammler ganz interessant, eventuell die Seriennummer. Das ist noch eine sehr niedrige Seriennummer. Das ist die Nummer 18. Ja, klasse Messer, kein Klingenspiel. Offensichtlich die Titan-Version. So, da habe ich sogar noch die Originalverpackung. Also die kommt da natürlich mit. Da hier rum so. Und jetzt muss ich gerade nachschauen, was ist, wollte ich denn dafür? Dafür hätte ich gerne 100 Euro. So, als nächstes das Messer mit dem sattesten Sound, das ich kenne. Ich mach's mal auf, Achtung. Ich mach's wieder zu.
Und zwar ist das das Oelka Plus Albatros. Das ist in einem, würde ich sagen, neuwertigen Zustand. Ich weiß, da haben wir auch eine Seriennummer 343. Gut, die ist jetzt nicht so niedrig. Ein absoluter Panzer. Man sieht es von außen schon, man merkt es, wenn man es in die Hand nimmt. Ja. Schaut euch Reviews an auf YouTube oder erkundigt euch sonst wo. In meinen Augen ein klasse Teil, darf gehen, weil es einfach andere Messer gibt, die ich in der Hose trage. Auch Titan hier und der Stahl ist VG10, genauso wie beim Quaken. Das habe ich vergessen dazu zu sagen. Gut, für dieses Schätzchen hätte ich ebenfalls gerne 100 Euro. So, das nächste ist eine bisschen andere Kategorie. Das ist das Eichhorn SEK2 mit glatter Klinge. Das ist der N695 mit 58 HRC, made in Germany. Unter den Kennern ist das auch eine Hausnummer, das Messer. Ist nahezu unbenutzt. Ein paar ganz kleine Kratzer vom Ziehen, nichts Wildes. Das passiert euch bei einem neuen Messer ganz genauso, wenn ihr es ein paar Mal gezogen habt aus der Scheide. Apropos Scheide, Moment. Scheide kommt natürlich mit, das ist eine Kydex-Scheide. Ist auch eine recht massive, relativ dick das Material. Und einen Techlock lege ich noch dazu, der war auch dabei. Passt auch an die Scheide. Dafür hätte ich gerne 140 Euro. Als nächstes wieder so eine Referenz, diesmal im Outdoor-Bereich, das Fellkniven F1. Also ein bisschen dreckig. Ups. Das ist wohl etwas gebraucht, nicht von mir, vom Vorbesitzer wahrscheinlich. Man sieht hier so einen kleinen Kratzer. Nichts Wildes, das ist halt diese weiche äußere Schicht Stahl. Man erkennt hier ganz gut die Linie, der Übergang vom harten Kern zum weichen Äußeren. Hallo. Ja, muss ich auch nicht sonderlich viel dazu sagen. Fellkniven F1. Dafür hätte ich gerne 100 Euro. Dazu kommt eine Camouflage Kydex-Scheide, die sehr gut gemacht ist. Das ist auch relativ dickes Material. Messer sitzt wunderbar drin, da klappert überhaupt nichts, sitzt total fest. Wie gesagt, 100 Euro. So. Aus dem letzten Messerverkauf noch übrig, das Cold Steel Mini Tech Beaver Tail. Nagelneu. Das hatte ich mir bei einer Bestellung in den USA mitbestellt, um da über einen gewissen Wert zu kommen. Habe ich auch noch die Originalverpackung. Da drin ist auch diese Kunststoffscheide, wo das Messer sehr gut sitzt. Ich glaube, eine Kugelkette ist noch drin und das war's, ja. Wie gesagt, nagelneu, AUS 8, Stahl. Ist ein ganz witziges Messer. Dafür hätte ich immer noch gerne 35 Euro. Wir machen weiter mit dem Chris Reeves Small Sebenza. Das ist das Modell, das ich dem Dennis abgekauft habe vor einiger Zeit. Ich hatte ein paar Tage
dabei als EDC. Aber wie man sieht, es ist in einem tadellosen Zustand. Mini hauchfeine Kratzerchen hier und da. Aber eigentlich nicht der Rede wert. Klingt jetzt auch super top in Ordnung. Läuft auch ganz gut. Wie man sieht, ist der Öffnungspin entfernt worden. Das kam schon so zu mir, also den habe ich auch nicht. Dadurch wird es halt höchstwahrscheinlich 42A konform, keine Ahnung. Ich krieg's auch mit einer Hand so auf. Aber naja. Außerdem ist das Lanyard hier hinten entfernt worden. Das kommt aber mit, zusammen mit dem, mit diesem Lanyard-Pin, wo es durchgefädelt wird. Dann kommt mit natürlich der Schlüssel zum Öffnen und Schließen des Messers. Und den Rest Reef Grease. Ist noch, oh, keine Ahnung, halb voll, viertel voll. Reicht trotzdem noch ewig. So, was wäre das? Natürlich hier die Originalverpackung mit sämtlichem Papierzeug, was da noch dabei ist. Warranty, also ist auch noch nicht registriert. Könnt ihr dann registrieren, wenn ihr wollt. Jo. Für das Chris Reeve Small Zebender hätte ich gerne 275 Euro. So, dann noch ein Überbleibsel aus dem letzten Verkauf. Ich hätte hier noch ein kleines Wenger Classic 17. Das Äquivalent zum Victorinox Huntsman. Also mit Klinge, Schere, Säge und dem Dosenöffner, Kapselheber, Korkenzieher. Hier sind noch die Original-Schutzfolien drauf. Die habe ich gar nicht abgemacht, weil ich es nicht benutzt habe. Das ist im Prinzip auch nagelneu. Und dafür hätte ich diesmal dann gerne 25 Euro. Gut, dann kommen wir zum letzten Messer dieses Messerverkaufs, und zwar ein Spyderco. Das ist das Spyderco Endura in der VG10 Variante. CK City. Ultra scharf. Ich weiß nicht, der Vorbesitzer hat. Das sieht fast so ein bisschen, geht das in die Richtung Udo-Anschliff. Also die Phase ist irgendwie konvex geschliffen. In meinen Augen auch ein super tolles Messer für EDC und so weiter. Allerdings, da habe ich halt in der Größe und der Ausstattung meine 2-3 Cold Steels, und da kommt es einfach nicht zum Zuge, das Messer. Deshalb darf es gehen für 70 Euro Ablöse. Gut, ich glaube, wir sind durch. Bleibt noch was zu sagen zu den Preisen. Die sollen sich eigentlich als Fixpreise verstehen. Wenn jetzt jemand bei dem einen oder anderen Preis der Meinung ist, der sei total überzogen, dann kann er mir das natürlich auch sagen. Ich habe jetzt nicht bis ins kleinste Detail nachgeschaut, wie die Preise momentan sind. Wie gesagt, wenn da wirklich ein unverschämter Preis dabei sein sollte, mich gerne anschreiben, mit Referenz aber bitte, mit einem Link, wo ich dann sehen kann, das gibt es neu zu einem zur Hälfte des Preises, den ich für das gebrauchte Messer möchte. Dann können wir da gern drüber reden. Ansonsten hätte ich die Preise gerne als Fixpreise verstanden. Wie gesagt, Versand eurer Wahl kommt noch dazu. Das können wir dann klären. Interesse bitte über die Kommentarfunktion in YouTube anmelden, damit ich eine schöne Reihenfolge festlegen kann, wenn jemand sich interessiert oder mehrere sich für eins interessieren. Dann bekommt der Erste natürlich zunächst die Chance, das Messer zu kaufen. Wenn der dann abspringt, der Nächste und so weiter. Gut, ich denke, das war's dann für heute. Ich wünsche mir einen schönen Verkauf
euch viel Spaß beim Schauen oder vielleicht auch beim Kaufen. Alle Messer habe ich nach bestem Wissen und Gewissen jetzt angeboten. In meiner Ansicht nach sind die alle top in Ordnung. Kosmetische Dinge habe ich angesprochen, sofern vorhanden. Ja, das war's für heute. Macht's gut, euer Waldbär.